Wie viele Helfer sorgen das ganze Jahr über für unsere Sicherheit? Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Selb findet der Tag der Hilfsorganisationen 2015 statt. Hier bekommen wir Einblicke in ihre Arbeit. Jetzt gerade ein Feuerwehrmann zu Hilfe geholt. Sie können mir doch bestimmt etwas über das Feuerwehrfahrzeug erklären. Also hier hinter uns sehen Sie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 20. Das ist praktisch der Allrounder. Unter den Fahrzeugen, sowohl für technische Hilfeleistungen als auch Bränden, kann man das Fahrzeug nutzen und kann eigentlich alles abdecken. Was ist denn das Highlight in diesem Feuerwehrfahrzeug? Etwas ganz Besonderes? Ja, das ganz Besondere ist eigentlich wie in jedem Hilfeleistungslöschfahrzeug der hydraulische Rettungssatz zum Befreien von Patienten während Verkehrsunfällen. Das ist eigentlich das Highlight in diesem Fahrzeug. Hier ist zu sehen, wie sich im Falle eines Brandes der Rauch im Haus ausbreiten kann. Und es wird simuliert, wie der Rauchmelder dann den Brand entdeckt und ausgelöst wird und in dem Fall oder im schlimmsten Fall dann auch immer ein Leben retten kann. Und hier mit dieser Demonstrationsanlage der Versicherungskammer Bayern können wir eben das auf kleinsten Raum für jeden darstellen und können dadurch unterstreichen, wie wichtig es ist, dass jeder Haushalt einen Rauchmelder entsprechend den Vorgaben zur Verfügung hat. Es wird ja auch ab 2017 dann bayernweit Vorschrift sein. Würden Sie uns vielleicht kurz erklären, was es hier zu sehen gibt? Ja, wir fahren jetzt immer der Straße entlang und es kommt irgendwie gekommen, dass vielleicht ein Auto rüberfährt oder ein Kind über die Straße läuft oder ein Mo. Und da muss man jetzt richtig reagieren drauf. Dann heißt es ja, man muss vorausschauen fahren, immer mit den Fehlern von den anderen rechnen. Was passiert jetzt? Jetzt sehen wir das ganz gleiche, die gleiche Situation, bloß mit 0,8 Promille, sagen wir 3 halbe Bier. Und dann schaut die Sache natürlich ganz anders aus. Jetzt schauen wir mal. Der Anhalteweg war da 24,6 Meter und da 38 Meter. Sieht man, was für ein Unterschied ist. Wir spielen einen kleinen Unfall nach. Wenn du Lust hast, kannst du einfach mal mit einsteigen. Ist gar nicht schlimm. Schaut aber so aus, dass wir einen Allerweltsunfall nachspielen. Nämlich sitzt du drin, von hinten nähert sich ein Auto, knallt dir hinten drauf und schiebt dich auf den Vordermann. Und wir wollen dir mal zeigen, wie wichtig es ist, bei so einer Situation angeschnallt zu sein. Hast du Lust? Ja, okay. Ich probiere es. Na gut. Dann. Okay. Ja, das war's schon wieder. Ich denke, du hast gemerkt, dass es schon. Wir wollen ja wirklich herzeigen, dass es nicht so ist, dass du einen Unfall mit 20 oder 30 km/h einfach so wegsteckst. Nein, auch da ist der Gurt schon extrem wichtig. Okay. Ja, schön, dass du mitmachst. Unser Chef testet jetzt gerade den Parcours als Betrunkener mit 1,5 Promille. Mal schauen, wie er sich anstellt. Bis jetzt läuft es noch ganz gut, anscheinend ist er es gewöhnt. Wir machen hier eine Spraydosenexplosion, wie sie in jedem Haushalt überall vorhanden ist, sei es Deospray oder Haarspray, diverse Lacke. Lacke bilden da zum Beispiel noch eine größere Gefahr, weil in Lacken noch Stahlkugeln oder Glaskugeln drin sind, um das Ganze aufzuschütteln. Da fliegen also dann zusätzlich noch die Kugeln aus der Dose um die Ohren. Fakt ist ganz einfach, durch eine Hitzeeinwirkung, die zum Beispiel auch schon bloß entstehen kann, wenn eine Spraydose in einem BKW liegt, bei starker Sonneneinstrahlung könnte es auch durchaus zu solch einer Explosion kommen. Es gab ja auch einen unschönen Zwischenfall damals mit den zwei Mädchen. Es ist ja auch so ähnlich abgelaufen, oder?
Ja, so wie der Ermittlungsstand war, haben sie wohl Spraydosen geschnüffelt und haben es tatsächlich geschafft, den relativ kleinen Raum der Toilette so anzureichern mit Gas und Aerosol natürlich. Wir wissen ja nicht genau, was für Teile, wahrscheinlich Deosprays oder so, verwendet wurden. Aber sie haben sich dann wohl eine Zigarette anzünden wollen und der Funke vom Feuerzeug hat schon ausgereicht, um die explosible Atmosphäre wirklich explodieren zu lassen. Weshalb würdet ihr sagen, dass es wirklich notwendig ist, dass die jungen Leute hier mitmachen? Ja, ganz einfach. Am Langer Deich sieht man ja oft genug, man zahlt keinen Eintritt mehr. Es gibt keine Bademeister mehr, die aufpassen und es bleibt dann an uns hängen. Und wenn wir nicht am Langen Teich oder sonst wo wären, dann, wenn jemand verunglückt, dann würde er halt nicht gerettet werden. Und deswegen müssen wir schon schauen, dass wir immer gut besetzt sind, dass da auch wirklich Leute da sind. Von welcher Organisation seid ihr und was kann man bei euch so sehen? Ja, wir kommen von der DLRG, das ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und bei uns kann man hier ein Boot sehen, das wird vor allem in strömenden Gewässern verwendet. Und man sieht hier einen Strömungsretteranzug, der vor allem auch eben in Gebirgsbächen zur Strömungsrettung verwendet wird. Und da muss man sich mit die Hände vorziehen. Echt? Ja. Schaffe ich das? Und muss man auch wo hochklettern? Ja. Ja, auch noch. Da muss man dann hochklettern, dass man zu der großen Rutsche kommt. Okay. Was hat Ihnen denn besonders gefallen? Besonders hat mir gefallen, dass hier so viele Attraktionen für Kinder sind und ganz besonders diese Station, wo die Kinder ein Feuer löschen können. Also das fand ich ganz besonders toll. Und was können die Erwachsenen so machen, während die Kinder sich amüsieren? Ach, für die Erwachsenen ist auch wahnsinnig viel geboten. Es gab hier eine Führung durch die Feuerwache, die sehr interessant war. Jetzt wird gerade das Leben der Einsatzhunde gezeigt. Also sehr, sehr interessantes Rahmenprogramm. Was hast du alles schon gemacht? Also ich habe Feuerwehrauto gefahren mit Martin Thor und ich war auf der Rutschburg, wo der Feuerwehrauto ein rotes Blinklicht hat. Na, ich glaube, wer hier mit der Familie da ist oder junge Leute oder auch Kinder und es hier im Spielerischen sehen, die werden sich mit Sicherheit später auch immer daran erinnern und dann vielleicht zur Feuerwehr oder wollen Polizist werden zum Beispiel. Ich hatte vorhin auch die Ehre, eine Polizeimütze aufzuhaben und man fühlt sich da schon gleich ganz anders. Aber ich sehe jetzt, es ist keine Polizeimütze. Was genau ist es eigentlich? Ja, das ist eine, passt jetzt eher zu meinem eher Rentenalter schon. Das ist eine Feuerwehr, also als sie noch solche Uniformen hatten, die alten Feuerwehrleute, war das, also der Helm, den die Feuerwehrleute früher auf hatten. Ich glaube, das passt zu mir jetzt ganz gut. Ist aber nur eine Leihgabe. Was erwartet uns denn, wenn wir jetzt die Zollhundevorführung anschauen werden? Also am verblüffendsten ist, denke ich, dass man, wenn man sie mit den Privathunden vergleicht, also der absolute Gehorsam und ihre Aufgabe, die sie da mit Freude erfüllen, nicht so wie man denkt, dass die also mit Strom oder so gequält werden oder mit Schlägen, sondern die lernen über Spiel und also das klappt ganz super da beim Zoll und das ist also wirklich eine super Vorführung. Wie viel Organisationsaufwand ist es hier und welches Ziel verfolgt man eigentlich mit dieser Veranstaltung? Es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Organisationsaufwand. Ich möchte mich da auch bei der Feuerwehr selbst bedanken, der das eigentlich jedes Jahr auf die Füße stellt. Es ist halt diesmal nicht nur Feuerwehr, wir haben halt eigentlich alle Hilfsorganisationen, auch die Polizei, Zoll mit vor Ort, um den Bürger einfach mal zu zeigen, was man eigentlich alles aufbieten kann und wie man eigentlich auch zusammenarbeitet. Unseren Kameramann schicken wir jetzt auf Reisen und freuen uns dann auf die Bilder von selbst von oben.